Was machst du denn hier? Und warum siehst du aus wie so eine Verkehrspylone? Das ist ein Kumpel von mir. Yo, Danny, hey. Was geht ab? Hi. Hey, was macht ihr zwei hier? Nichts. Digga, du weißt nicht alles, was ich mache. Wir fahren ein bisschen Fahrrad. Ein Tandem. Jo, hör auf. Hör auf. Mit dem Im Ernst. Was hast du mit mir gemacht? Ja? Seit wann kannst du sowas? Das war eine Yoga-Position, habe ich aus einer Zeitschrift. Du solltest. Die wollte ich mit dir ausprobieren. Du solltest öfter Zeitschriften lesen. Au. Was ist das? Telefon. Ja? Sascha! Okay. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen für die Uni lernen. Was, echt jetzt? Ja, okay, gut, dann sehen wir uns später in der Agentur. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Was hat er gesagt? Was wollte er? Naja, der meinte irgendwas von ersten Auftrag. Ja. Geil. Und was er auch meinte ist, dass der Kunde genau mich wollte. Krass, oder? Warum fragen die mich nicht? Mit Theresa lief's mega gut. Ich hab dieses Mauerblümchen aus ihrer Reserve gelockt und ein 1A Makeover gemacht. Dabei war sie davor richtig langweilig. Hm. Warum fragen die mich nicht? Keine Ahnung, Mann. Ehrlich gesagt, geht das doch alles irgendwie voll schnell, oder? Ach, kein Plan, Olivia. Warum will der Kunde ausgerechnet mich haben? Ach, Schatz, mach dir keine Gedanken. Das wird mega easy verlaufen. Das mit der Theresa war auch, das war so einfach. Leicht verdientes Geld. Du packst das. Ist ja auch alles leicht gesagt. Aber man muss schon sagen, ein bisschen aufgeregt ist man schon. Oh, soll ich dir deine Aufregung nehmen? Ich will mir meine Energie lieber für den Kunden aufsparen. Ich habe keine Ahnung, was sie mit mir vorhat. Dann geh dich fertig machen und mach mir einen Kaffee. Okay. Oh mein Gott! Yo, warum siehst du so aus? Gehst du auf ein Date? Aua! Glaubst du, mein Freund hat es nötig, auf ein Date zu gehen, wenn er mich hat? Was weiß ich denn? Wie, was weißt du? Temperament, oder? Warum setzt du dich jetzt mit dem Stuhl so hin? Was schiebst du gerade für einen Film? Aber ist ja auch egal. Ich weiß auf jeden Fall, wenn du so aussiehst, sieht das Bad schrecklich aus. Putz das bitte noch. Mit Schulden sind Ehrenschulden. Weißt du? Jetzt habe ich erstmal zu tun. Ich habe nämlich von der Freundschaftsagentur meinen ersten Kunden bekommen. Echt jetzt? Ja, Mann. Cool. Ja, Mann. Cool. Du willst da aber nicht wirklich hingehen, oder? Schon. Also, was steht denn im Wege? Diese Agentur ist einfach absolut unmoralisch. Mhm. Hallo? Ja, ich höre dir ja zu. Na, guck mal, da bezahlen andere Leute Geld dafür, damit du irgendwie so tust, als wärst du deren Freunde. Sollten die nicht lieber wahre Freunde haben? Wär's wenigstens ehrenamtlich. Ja, okay, dann wär's cool. Aber Geld dafür kriegen ist schon ein bisschen kacke, oder? Ach so, Toni? Also ich finde deine Argumente ziemlich schwach. Ich meine, du bist das Gesicht für Werbung, okay? Und du weißt nicht mal, ob irgendwie Kinderarbeit dahinter steckt. Also fahr mal einen Gang zurück, so dezent. Ja. Okay, jetzt entspannen wir uns alle mal eine Runde. Also, wie gesagt, Toni, da ist schon was Wahres dran. Aber hey, die Arbeit ist total seriös, okay? Also das ist nicht unmoralisch oder so. Ich kann damit, glaube ich, Leute helfen. Aber trotzdem kommt mir das alles komisch vor. Deswegen werde ich mir das erstmal anschauen. Schatz, lass ich schaue es mir heute an und wenn ich das klar kriege mit mir, mach ich es weiterhin. Wenn nicht, dann mache ich es nicht. Ganz einfach, okay? Ja. Schatz, lass dich nicht von Toni einholen, okay? Darf ich dich daran erinnern, dass wir immer noch Schulden haben? Ich glaube, du hast noch 1500, ich habe 4000 Euro Schulden. Und mit dem Job sind wir unsere Schulden ganz schnell los. Also du schaffst das, es wird dir Spaß machen und du wirst einen richtig geilen Tag. Ja. Genau, bei dir alles cool? Ja, also so still die ganze Zeit. Wie viel, so, ich meine, ich bin mega stolz auf dich, ne, dass du diesen Job gefunden hast. Du siehst doch echt fein aus. Ja, so muss das sein. Und du hilfst anderen Leuten richtig? Ja. Aber wie viel Geld verdienst du und wie genug weit musst du? Nicht weit. Ich bin keine Prostituierte. Mehr musst du nicht wissen. Naja. Halt's mal. Bro, also bei dir ist alles cool, ne? Weil ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag nicht erreichbar sein. Wenn ich später komme, können wir gerne quatschen in dieser Date-Geschichte. Okay. Okay, Schatz. Ich bin weg. Ich habe mir so für meinen ersten Auftrag schon ein bisschen was Aufregenderes vorgestellt.
als Tandem. Kann ich mir vorstellen. Es ist halt nicht immer falsch im Springen und Bungee-Jumping und so weiter. Die meisten Kunden wollen halt einfach gemeinsame Zeit verbringen. Ja. Mhm. Übrigens, es gibt 300 Euro für den Job. 300 Euro? 300. Für ein bisschen Tandem. Mhm. Was hat denn der vor? Will er eine Klippe hochfahren und wieder runter? Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Quatsch und ein bisschen Tandem fahren. An der Spree. Okay. Tobias lässt sich das richtig was kosten. Ja, merke ich. Ich lasse mich noch nicht zweimal sagen. Ich bin dabei. Dachte ich mir. Cool. Ich schreibe dir auf, wo es hingeht. Cool. Ach, na, siehst du. Aber wie gesagt, so Tandem und so, das habe ich noch nie gemacht. Ne? Das wird Tobias dir zeigen. Und zwar ziemlich zeitnah. Ich schicke dir das alles nochmal aufs Handy, per Mail, zur Sicherheit. Viel Spaß. Okay, cool. Super. Wünsch mir Glück. Wünsch ich dir. Lass uns gut dastehen und viel Spaß. Eine Frage habe ich noch. Ja. Warum will Tobias genau mich haben? Pff, vielleicht siehst du irgendwem ähnlich. Keine Ahnung. Okay, cool. Viel Spaß. Jo. Hey, grüß dich. Ich schätze, du bist Tobias, hä? Du bist Dean, oder? Ganz genau. Perfekt, freut mich. Also, das ist das Tandem-Ding, ne? Das ist das Tandem, richtig. Ich saß noch nie auf so einem Ding. Ach, ist gar kein Problem. Du bist wahrscheinlich schon mit dem Fahrrad gefahren, gehe ich von aus? Ja, jeder ist mit dem Fahrrad gefahren, oder? Genau. Nee, dann ganz entspannt kriegen wir auf jeden Fall hin. Das sollte kein Problem sein. Du musst mir nur sagen, ob du Bock hast, so mehr hinten zu sitzen oder vorne zu sitzen. Na, ich weiß nicht. Also, vorne hast du ein bisschen mehr Spaß, kannst du lenken, so hinten kannst du ein bisschen entspannen. Ja gut, dann sitze ich vorne, weil ich bin Lenker. Ja, perfekt. Ich lenke. Dann sitzt du vorne, hätten wir das geklärt. Okay, perfekt. Noch eine ganz kurze Frage. Ja. Du zahlst ja so einen Haufen Geld für das, was wir jetzt gerade machen. Hm. Warum genau Tandem? Ich meine, wir hätten eine Menge anderes Zeugs machen können. Ich kenne eine coole Bar oder so, weißt du, was ich meine? Warum Tandem? Ja, also klar, kann die Frage verstehen. Das Ding ist... Ey, bevor du da irgendwas von erzählt hast, also bevor ich das wusste, wusste ich mal, was das ist. So, ehrlich. Da würde ich mir aber mal Sorgen machen. Nein, pass auf, das Ding ist, keiner meiner Freunde hatte Bock auf die Nummer. Kann ich verstehen. Nee, so. Ja, nee, alles gut. Und der einzige Kumpel, der eben Bock hatte, der ist leider vor einem Jahr, genau heute, verstorben. Und... ja, ich wollte zu seinem Andenken eben eine Runde drehen und dachte, das ist eine gute Möglichkeit, mich da an die Agentur zu wenden. Tut mir leid, Mann. Nein, gar kein Problem. Wir haben einen geilen Tag. Das wird schon witzig werden so. Ja. Und, genau. Dann lass uns Tandem fahren, Mann. Komm, ich geb Gas. Warte, ganz kurz. Bevor wir losfahren, noch eine Kleinigkeit. Schoner sind mir extrem wichtig. Einen Helm würde ich dir noch mitgeben, dass du den anziehst. Und... Hm? Hier noch eine schicke Radlerhose, so wie ich sie anhab. Und dazu noch das passende Oberteil. Das wäre super, wenn du das noch anziehen würdest. Und am besten noch Knieschoner. Also jetzt im Ernst, also das kann ich ja noch verstehen, so, ne? Das Outfit. Aber wer braucht denn schon so einen Schutz? Das ist ja noch Fahrradfahren. Das kann ja schon großartig passieren. Im Prinzip nur Fahrradfahren, klar. Aber ein Kumpel von mir, von dem ich erzählt habe, der eben heute vor einem Jahr gestorben ist, der ist eben genau beim Fahrradfahren gestorben. Von daher wäre mir das lieb, wenn wir das so machen würden. Klar. Perfekt. Dann ziehe ich mich um. Super, freut mich. Genau, such dir einfach einen Baum und dann geht's los. Einen Baum. Das ist echt eine krasse Story. Und gerade deswegen muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Tobias einen coolen Tag hat. Und wenn das heißt, dass ich das hier tragen muss, dann ist es halt so. Sportlich. Oh. Ja, Mann. Ja, musst du eine kleine Pause machen? Machen wir. Oh, fuck, Alter. Boah, alter Falter. Und? Macht Spaß? Ja, mir macht Spaß. Dir? Hä? Ja, auch. Ich hab alles. Naja. Schon. Gesehen, dass ich hier wie so ein Besoffener lenke. Nee. Der Helm hier viel zu groß ist und der ganze Zeit drunter rutscht. Hoch, runter. Hab ich gesehen. Ja, aber. Nee, aber machst du gut fürs erste Mal. Ja? Bin ich vernünftig. Ja. Was machst du denn hier? Ja. Und warum siehst du aus wie so eine Verkehrspylone? Das ist ein Kumpel von mir. Yo, Danny, hey. Was geht ab? Hi. Hey, was macht ihr zwei hier? Nichts. Digga, du weißt nicht alles, was ich mache. Wir fahren ein bisschen Fahrrad. Ein Tandem. Jo, hör auf. Hör auf mit dem Scheiß, Mann. Mit diesen engen Hosen, richtig gut. Und was hast du hier hinten? Ach, so ein Schildkrötenpanzer. Bro, guck mal, die Kleine. Die ist doch schon fast am Schlafen. Die ist schon am Schlafen. Bring sie doch, muss sie nicht ins warme Bett und so?
Aber was machst du hier? Ich weiß nicht, ich war hier kurz spazieren, aber die Frage ist, was machst du hier? Vor allem in diesen Klamotten und wer bist du? Dicker, ich glaube, du musst weg. Ach so, das ist so ein Ding bei euch. Okay. Was? Ja, okay, Digga. Benni! Viel Spaß. Sorry, Mann. Das ist ein Kumpel von mir, ein ehemaliger Mitbewohner. Und kein Problem. Der weiß halt nichts von dem Job bei der Agentur. Und ich wollte ihn das jetzt vorbeigehen. Und vorbeigehen wollte ich ihn das jetzt nicht. Ich wollte das nicht an die große Glocke hängen. Das kannst du verstehen, oder? Alles gut, Alter. Ja? Ja, ja. Das komm. Ist... Fahren wir weiter. Fahren wir weiter? Fahren wir weiter. Ja, Mann, auf jeden, Alter. Jetzt komm. Und ab geht's! Sind wir schon 5 Minuten drüber? Ach, kein Thema, Mann. Ich hoffe einfach nur, dass du Spaß hattest und dass wir. Naja. Dass wir deinen Kumpel gut ehren konnten. Ich hatte mega Spaß. Vielen, vielen Dank. Prost. Auf die Tour. Cheers. Ja, Mann. Und Prost, Stefan. Stefan ist, ja. Prost, Stefan. Na, jetzt im Ernst. Als ob du Spaß hattest. Ich hab mich da aufgeführt wie der letzte Idiot. Jetzt im Ernst, Mann, wie ich den Lenker die ganze Zeit... Ich war kein guter Lenker. Ich war kein guter Lenker, Mann. Ernsthaft. Na. Wir hätten alle 2 Minuten fast einen Unfall gebaut. Das war das komplette Chaos. Darum ging es mir gar nicht. Genau, was du gesagt hast. Chaos. Spaß haben. Einfach mal frei sein. So. Wir haben auch so eine Tour gemacht, nicht um uns irgendwie ernst zu nehmen. Einfach nur Spaß haben, durch die Gegend fahren, mal was anderes. So. Wir haben auch ernsthafte Touren gemacht. Hier mit Mountainbike, Berge hoch, runter. Aber das war halt gar nicht das Ziel. Einfach mal albern sein. Guck dir die Anzüge an. Denkst du, wir fahren immer so rum? Das machen wir einmal im Jahr. Einfach Spaß zu haben, frei zu sein, Kind zu sein. Und das war mein Ziel heute und das hast du mir einfach mit der Tour ermöglicht. Dafür bin ich dir mega dankbar. Klar, Mann. Das habe ich gern gemacht. Dankeschön. Und wie sie es gehört, bekommst du jetzt auch noch ein anständiges Trinkgeld. Hier nochmal ein 20 oben drauf. Den Rest bekommst du von der Agentur und eben das nochmal zur Wertschätzung. Jo, Mann. Für deine Aktion. Ich kann das nicht annehmen. Schließlich hat mir das auch mega Spaß gemacht. Also... Darum geht's ja gar nicht, aber... Du hast einfach deinen Job mega gemacht und dafür ist es ganz normal, dass ich dir ein Trinkgeld gebe und ich würde gerne, dass du das annimmst. Nein, im Ernst, ich kann das wirklich nicht annehmen. Weil das ist sowas wie eine Ehre gewesen, dass ich das machen durfte. Also, das mit deinem Kumpel und die ganze Aktion. Ich kann das wirklich nicht annehmen, wirklich. Ich krieg Danke ja schon dir. Genug Geld von der Agentur. Thanks. Wow, ich hätte nie gedacht, dass dieser Job so wichtig und emotional sein kann. Echt krass. Schönen Abend dir und vielleicht bis in einem Jahr. Ja. Hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen. Danke, hat mich auch gefreut. Ciao. Ciao, Tobias. Oh, Pizza. Wow. Wie war's? Schön. Ja, erzähl doch mal, wie war's? Die, kannst du mal erzählen, warum du da so ein bestimmtes Outfit hast? Ja, bitte. Benni hat uns ein Bild gezeigt. Schön für dich. Ja, okay, ich weiß, ich sah aus wie der letzte Honk. Ja. Aber wisst ihr was? Hey, Toni. Ja. Ich konnte meinen Kunden heute ziemlich helfen und ein Stück weit glücklicher machen. Echt? Und es war ziemlich hart bei dem. Wisst ihr warum? Warum? Naja, der hat seinen besten Kumpel bei einem schweren Unfall verloren. Und ich habe ihn quasi ersetzt bei seinem ersten Todestag. Mit dem Tandem-Fahren, ja. Weil das war immer deren gemeinsames Ding und... Nein. Das ist mega süß. Ja, und der Typ war überkorrekt und der wollte mir sogar Trinkgeld geben. Das habe ich natürlich nicht angenommen. Hey, warte. Warum hast du es nicht angenommen? Im Endeffekt war er ja dann voll zufrieden mit deinem Job und wollte es dir so demonstrieren. Und aus dem Hash hat man extra Kohle. Olivia. Immer gut gebraucht. Ja, schon klar. Aber weißt du, der Typ war überkorrekt. Ja, und? Und wenn ich das Geld angenommen hätte, dann würde ich das nicht klarkriegen mit mir, weil das wäre irgendwie voll unmoralisch. Und außerdem gibt er mir genug Geld. Also für was brauche ich noch Trinkgeld? Okay, wie viel Geld hat er denn gegeben? 300. Was? 3 Scheine für ein bisschen Fahrradfahren? Für eine gute Tat. Kannst du mir auch so einen Job besorgen? Ist leider minderjährig. Egal, ich freue mich auf jeden Fall, dass alles gut geklappt hat. Ey, ich habe morgen auch einen Auftrag. Echt jetzt? Das heißt, wir sind bald unsere Schulden. Ja, das ist schön. Ja, aber ich finde, Geld ist bei der ganzen Sache nicht das Schönste, sondern... Mann, mir ist heute aufgefallen... Das ist natürlich der Schönste. Aber mir ist heute aufgefallen, dass man mit dieser Arbeit Menschen helfen kann, aber so richtig helfen kann, wisst ihr? Und ich freue mich einfach nur auf den nächsten Auftrag. Ich bin das richtig gut für dich. Ich auch. Danke. Du darfst bitte nicht stürmen, okay? Die lässt mich gerade hängen. Wollen wir essen? Ja. Kommt her. Kommt, nee, ich will euch alle drücken. Kommt her, Leute, kommt. Wow, also das würde ich mir sofort so tätowieren. Ich dachte,
so an Rippen. Manchmal will sie schlafen, dann will sie nicht schlafen, dann wird sie wieder wach, dann kann ich nicht schlafen, weil sie will nicht schlafen. Lynn. Und dann können wir beide nicht schlafen, weil wir Lynn. Beide... Hey, 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 hey. Ey, du kannst froh sein, dass er diese Verantwortung überhaupt übernimmt, Freiheit. Ja, Kiara, und wenn doch Danny so toll ist, dann date ihn doch einfach wieder. Ferdinand Trimmel, Industriellenerbe, möchte schick essen gehen, vielleicht in der noch eine Bar oder einen Club was trinken. Hey, na? Oh, sorry, ja, aber geh mir nicht auf den Sack, da vorne ist die nächste Dönerbude, da kannst du... Aber du bist doch Olivia, oder?